Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 30. Folge von Swiss Info Doofa. 30 Folgen, ich bin ein bisschen stolz. Vor allem wenn man meine alten Swiss Infos anschaut, finde ich, habe ich mich extrem verbessert und gebe mir auch wirklich viel Mühe, dass ihr das Format auch mit Interesse weiterverfolgt. Aber es ist noch nicht ganz perfekt, es hat noch Verbesserungsbedarf. Ich schaffe daran und wenn ihr Ideen habt, Vorschläge habt, wie ich das Format besser gestalten könnt, bitte nur zu gern in die Kommentare, da wäre ich euch echt sehr dankbar. Tja, und wir starten leider mit einer nicht sehr schönen Nachricht in den Tag. Die Anzahl von Neuerkrankungen an Hodenkrebs hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Vor allem in Industrienationen ist das ein grosses Thema und da gibt es auch schon gewisse Leute, die sagen, ja, das liegt daran, weil wir Männer immer das Handy in der Hosentasche haben. Handystrahlung sind nämlich schädlich und krebserregend, so gewisse Forscher. Andere wiederum finden, das ist völliger Quatsch, das muss eine andere Ursache haben. Und tatsächlich hat es noch vor ein paar Jahren geheißen, Handystrahlung sei schlecht für die Spermienqualität. Jetzt tut es plötzlich Krebs erregen. Ich frage mich, was es sonst noch alles gibt. Aber es ist tatsächlich auffällig, dass vor allem die Länder mit einem grossen Anteil von Menschen, die ein Handy besitzen, was ja in der Schweiz wirklich nichts Spezielles mehr ist, dann die Männer unter Hodenkrebs leiden. Also ist da möglicherweise etwas dran? Ich kann mich nicht entscheiden, was ich glauben soll. Und darum zähle ich mal wieder auf eure Meinung. Überzeugt mich, für das gibt es die Kommentare. Und noch eine ganz kleine Anmerkung. Es ist falsch zu denken, dass WLAN-Strahlen schädlich sind. Mike Miller hat nämlich erklärt, dass die noch weniger energiegeladener sind wie sichtbares Licht. Das heisst, eine Taschenlampe müsste ja an sich mehr weh machen wie WLAN-Strahlen. Aber es gibt tatsächlich vorwiegend Frauen, die einem wirklich sagen können, ja, da ist das WLAN an oder nein, jetzt ist es gerade ab, was ich ziemlich faszinierend finde. Oder auch irgendwie creepy, aber das kommt dann auf die Frau drauf an, also nicht falsch verstehen. Aber eben Handystrahlen sind nicht ganz das gleiche wie WLAN-Strahlen. WLAN-Strahlen, das ist Internet und sehr schwach, wogegen Handystrahlen ja immerhin bis zu einem Satellit raufkommen. Also das ist doch ein bisschen stärker und eben darum, wie gesagt, eure Meinung in den Kommentaren. Und wenn wir jetzt nach Bern schauen, sehen wir ja schon fast kriegsähnliche Zustände. Dort ist nämlich eine Demonstration von national orientierten Türken auf eine Demonstration von Kurden getroffen und dann sind also wirklich die Fetzen geflogen. Ganz kurz zur Auffrischung vom Wissen, die Kurden sind ein Volk, das unter anderem in der Türkei lebt, aber gerne einen eigenen Staat mit eigenem Staatsgebiet hat. Weil das Kurdistan dann aber ein Teil von der jetzigen Türkei als Staatsgebiet beanspruchen wird, ist das vielen Türken ein Dorn im Auge und so eben auch dieser Demonstration. Folglich ist meiner Meinung nach ziemlich absehbar gewesen, dass die beiden Demonstrationen aufeinander losgehen werden. Ich frage mich, warum die Polizei die nicht irgendwie in unterschiedliche Richtungen durchgeleitet hat. Aber jedenfalls hat es dann sogar dazu geführt, dass ein Türk mit dem Auto in die kurdische Menge gerast ist. Aber gewisse Quellen sagen auch, dass es ein Kurd war, der in die türkische Menge gerast ist. Also, wem soll man glauben? Ich weiß es nicht, jedenfalls, es hat einen Verletzten gegeben. Oder glaube sogar mehrere. Es ist jedenfalls nichts Schönes gesehen und das in Bern. Die Polizei hat dann die beiden Demonstrationszüge gewaltsam voneinander müssen trennen, weil es anders nicht möglich gewesen wäre. What the fuck? Das tönt für mich extrem surreal, dabei ist es hier in der Schweiz passiert. Jetzt finden viele von unseren Schweizer Politikern, das geht doch nicht, haben die Leute nicht begriffen, wie man in der Schweiz Konflikt austreibt, wogegen andere Politiker finden, nein, das ist einfach ein sehr emotionales Thema, da können wir gar nichts dagegen machen, die würden auch so auf sich losgehen, egal wo. Und darum spielt jetzt einfach mal ihr die Politiker, was findet ihr? Soll man diesen Leuten ein Demonstrationsrecht entziehen oder wäre das zu drastisch? Oder wie kann man allgemein verhindern, dass bei so emotionalen Themen gerade Fetzen fliegen? Eure Meinung dazu ab in den Kommentaren. So, kommen wir jetzt zu einem Thema, wo die meisten von euch mitreden könnten und wir sind wieder beim Thema Handy. Ja, das iPhone 6s hat ja einen wahren Traumstart angelegt, was die Verkaufszahlen anbelangt. Das Modell 6s und 6s Plus sind laut Apple drauf und dran, einen neuen Vorverkaufsrekord aufzustellen, wie sie einfach so gut wegkommen. Und jetzt können wir mal wieder eine alte, ungeklärte Streitfrage aufgreifen. Apple oder Samsung? Wer nützt welche Geräte, jetzt abgesehen von Handys, vielleicht auch bei den Computern Apple oder Microsoft bzw. Windows? Ich persönlich habe noch nie groß Apple benutzt, weil ich einfach auf Samsung und Microsoft bzw. Windows schwöre. Ich habe gute Erfahrungen mit denen gemacht, habe gesehen, was andere Leute für schlechte Erfahrungen mit iPhones gemacht haben. Und es gibt sicher den einen oder anderen, der euch da genau das gleiche einfach vom umgekehrten Fall erzählen kann. Und jetzt eben eure Meinung, eure Erfahrungen, eure Handy, einfach bitte, bitte in die Kommentare. Und ich weiß schon jetzt, dass das einiges an Diskussionen geben wird. Der
der Ständerat erhöht das Rentenalter für Frauen von 64 auf 65 Jahre. Das soll unter anderem helfen, die momentan sehr negativen AHV-Zahlen zu verbessern, wird aber wahrscheinlich kaum lange alles ausgleichen. Erstaunlicherweise hat die Forderung sehr wenig Gegenwind gegeben. Ziemlich alle Politiker aus allen Lagern sind damit einverstanden, oder fast alle. Was aber auch verständlich ist, wenn man mal einen Blick auf die Zahlen der AHV wirft. Weil nämlich immer mehr Schweizerinnen und Schweizer alt sind und immer weniger Junge in der Schweiz leben, hat AHV zunehmend Schwierigkeiten, wenn es um die Versorgung der Pension der Alten geht, was ja auch ziemlich logisch ist. Das mit der Erhöhung des Rentenalters ist jetzt also ein Schritt in Richtung besseren Abschluss in Sachen Finanzen der AHV. Wäre das auch ein Schritt in Richtung Gerechtigkeit? Immerhin sind ja Männer schon immer bei 65 Jahren gewesen, während Frauen erst noch vor kurzem bei 64 gewesen sind. Wobei noch sind sie sogar bei 64, es muss zuerst noch der Nationalrat bestätigen, dass man das so will und bei dem ist das noch gar nicht angekommen. Jedenfalls ist es eine grosse Streitfrage, ob in Sachen Pension die Frauen ein bisschen bevorzugt werden sollten. Meiner Meinung nach sollte jeder im gleichen Alter pensioniert werden. Aber ich bin mir sowieso sicher, unsere Generation wird irgendwie mit 72 erst ihre Pension bekommen. Weil sonst ist das gar nicht möglich mit der AHV. An dem lässt sich leider gar nichts ändern, sonst ist es finanziell nicht machbar. Und darum diskutieren wir lieber über die Frauen. Was meint ihr? Was ist eure Meinung dazu? Sollen wir Frauen früher pensionieren als Männer? Oder sollen wir jetzt einfach zum Beispiel die Männer auch ein bisschen aufheben, dass Frauen wieder früher pensioniert werden? Oder findet ihr, nein, Frauen müssen gleich viel machen wie Männer, sie sollten an sich auch ins Militär oder in den Zivildienst? Es gibt so viele Meinungen da dazu und ich würde gerne ein paar davon in den Kommentaren aufschnappen. Das heisst, los, haut's in die Tasten. Und zuletzt noch interne Meldung, die an euch geht. Wenn ihr nämlich ein spezifisches Thema in der Swissinfo haben wollt, müsst ihr das nur in den Kommentaren anschreiben und dann recherchiere ich mal dort ein bisschen. Das ist vielleicht auch interessant, wenn es mal in eine fachspezifische, gewünschte Richtung geht. Tja, das ist jetzt das ganze Interne gesehen, wow. Und das ist jedenfalls auch insgesamt gesehen mit dieser Swissinfo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und damit, tschüss!